Thomas, ja moin. Ich baue heute eine CNC-Maschine, mache darüber ein, zwei Videos und ich werde diese CNC-Maschine, CNC-Fräse komplett auf Holz bauen. Habe schon zwei, drei Dinge bestellt, die werden wir uns näher mal angucken, was ich da habe. Ihr könnt das natürlich nachbauen, wenn ihr wollt. Ich habe auch nur eine winzige Werkstatt zur Verfügung, habe nicht die meisten Maschinen jetzt gerade hier dafür, aber wir werden es hinkriegen. Und weil ich Intros total blöd finde, fangen wir direkt an. Um mir das Ganze etwas zu vereinfachen, habe ich eine Computerzeichnung erstellt mit Fusion 360, ein CAD-Programm. So konnte ich das ganze Projekt dreidimensional sehen, drehen und von vornherein sehen, wo es ein bisschen zu eng wird oder wo ich mich einfach im Kopf etwas verplant habe. Das Ganze hat circa einen halben Tag gedauert und ich habe locker 5 bis 8 Tassen Kaffee dabei gebraucht. Aber als ich dann fertig war, war ich relativ dankbar darüber, weil ich viele Probleme vorab gesehen habe. Habe mir dann auch am Ende eine technische Zeichnung erstellt, die ich ausdrucken konnte. Und so habe ich den Bauplan in Papierform quasi in meiner Werkstatt liegen und sehe bei dem Holzzuschnitt direkt, welche Maße ich wo platzieren muss. So erspare ich mir lästigen Verschnitt des Holzes. Die ersten Teile sind da. Wir können anfangen. Ich habe es endlich mal geschafft, den Plan jetzt in den Keller zu holen, nachdem ich den 7-mal ausgedruckt habe und verbummelt habe. So, was haben wir hier schön? Linearführung. Die CNC-Fräse besteht ja fast komplett aus Holz und ich habe mich entschieden für Multiplex Birke, 21 mm stark. Das Holz ist super torsionsfest und lässt sich klasse verarbeiten. Habe ich das Ganze mit einer Bandsäge und einem kleinen Holzsägeblatt, also ein relativ schmales, sodass ich gut um die Kurven kommen konnte. Leichte Abweichungen, die natürlich durchs Handsägen entstehen, habe ich einfach mit einem Bleistift nachgezeichnet, indem ich die Bauteile übereinander gelegt habe. Wo die ersten zwei Seitenteile fertig sind, kann ich die gleich mal zusammensetzen an die Bodenplatte. Das ist auch das erste Mal, wo ich selber sehe, wie groß eigentlich die Maschine später wird.
Für mich ist dieser Schritt immer ein ganz wichtiger Schritt, weil ich dann im Kopf quasi plane, wie es weitergeht. Und das ist für mich das eigentliche Tüfteln. Das Bauen selbst macht schon richtig Spaß, aber diese Problembehebung, das ist eigentlich das Coolste, was man haben kann. Und deswegen finde ich es auch toll, nicht professionell zu bauen, sondern für mich zu bauen. Das Wichtige bei einer CNC-Maschine ist eigentlich, dass sie komplett torsionssteif ist und absolut frei von Verbindung, während sie arbeitet, sprich während sie fräst. Da darf sich nichts bewegen. Deswegen kommen zwischen meine dicken Holzschrauben 8 mm Holzdübel im gleichen Abstand immer genau zwischen die Schrauben und das zeichne ich hier einfach gerade an. Die Holzschrauben bohre ich mit einem 5 mm Holzbohrer die Löcher vor, damit die Schrauben problemlos durchgehen. Und für die Holzdübel, die 8 mm Holzdübel, bohre ich mit einem 8 mm Holzbohrer vor. Ich bohre von außen komplett durch, weil die Dübel später auch nur zur Unterstützung von außen durchgeschlagen und eingeleimt werden. Das sieht, wenn man es später drüber schleift, auch relativ cool aus. Und dadurch, dass es ja eh eine Maschine ist, was technisch ist und sowieso in der Werkstatt stehen bleiben wird, stört mich das optisch überhaupt nicht. Holzschrauben senke ich dann noch an, damit die Senkkopfschrauben später komplett verschwinden und man mit der Hand nirgendwo hängen bleibt und die Außenhaut komplett glatt ist. Als nächstes wird der Querträger für die Z- und X-Achse zusammengebaut. Gleiches Spiel bei dieser Baugruppe. Erst wird vernünftig vorgezeichnet, dann wird vorgebohrt mit 5 mm, für die Holzdübel 8 mm und die Löcher für die Schrauben senke ich nachher nochmal an. Holzdübel habe ich übrigens bei der sichtbaren Seite, also an einem Ende abgesägt, damit sie dort gerade sind und keine Faser mehr haben, weil sie im sichtbaren Bereich später liegen und dann gerade abgeschliffen werden können.
sind schon wieder 10 Minuten rum. Wir haben den Korpus fertig gemacht. Ich habe alles verleimt, alles verschraubt. Es ist soweit eigentlich durch. Gute Neuigkeiten, die ersten Teile sind da für meine Achsen. Das heißt, ich habe Kugelgewindespindeln bestellt und die Halterung dafür, sowie die Lagerblöcke. Das werden wir alles demnächst einbauen. Ich hatte gedacht, ich kriege das alles in vielleicht in ein oder zwei Videos hin. Das glaube ich klappt nicht. Ist doch sehr umfangreich geworden. Ich werde auch ein eigenes Video machen für die Elektrik, dass wir nochmal explizit darauf eingehen, was ich jetzt gekauft habe für die Steuerung dieser CNC-Maschine. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einfach Kommentare da lässt, was euch gefallen hat, was ihr anders machen würdet oder was ich besser machen kann. Immerhin habe ich schon ein Mikrofon. Ich hoffe, man hört mich etwas besser als bei meinem Schlitz in der Wand, den ich im letzten Video gemacht habe. Und schaltet bald wieder ein. Der nächste Teil kommt. Ciao.